Hallo Ladies, heute gibt es wieder einen Film über Vitamine. Sie sehen schon, ich bin im Moment auf Vitamine und Bewegung, aber es wird ja Frühling und da brauchen wir es. Und wir wollen in dieses Jahr fit und ganz, ganz wunderbar starten. Also, welche Vitamine braucht eine Frau ab 50, ist mein heutiges Thema, Barbaras Lexikon, Tipp Nummer 22. In einem meiner letzten Filme habe ich ja von der Blutwertuntersuchung geschwärmt. Ich weiß, aber heute denke ich auch mal an die Faulen. Warum darf man nicht einmal sich so ein bisschen leicht machen? Und ich finde einfach, wenn man sich gut versorgt und es nicht ganz so kompliziert macht, hat man genau das gleiche Recht. Bis gleich. Barbara F. Ich habe einfach noch ein bisschen recherchiert und ab und zu lese ich das Ärzteblatt. Ich finde es interessant. Und da fand ich eine Studie, dass doch wahrhaftig unglaublich viele Frauen Vitaminmangel haben. Und zwar im Alter so zwischen 50 und 65 ist es bereits circa 27%. Und das nimmt mit den Jahren zuerst einmal so im 3% zu. Was ich wirklich krass finde, ist, dass das in jungen Jahren schon so anfängt. Aber wenn man dann die Zahlen liest, wenn Frauen älter werden, so ab 75 und dann noch älter, ist es bereits ein Viertel der Frauen, die wirklich krass unterversorgt sind. Und eine Unterversorgung, das ist einfach, ja, es ist schon noch reparabel, aber es dauert. Ich finde, das ist schwer alarmierend, weil ich glaube das ja mal gar nicht, aber ich sehe es ja in meiner Umgebung. Ich kenne niemanden aus meinem Umfeld, der in irgendeiner Form Nahrungsergänzung nehmen würde. Ich weiß gar nicht, die denken alle immer, sie ernähren sich mehr oder weniger gesund und dann ist es völlig überflüssig. Nein, ist es nicht. Das in der Nahrung nicht mehr, und das kann mir niemand widerlegen, es gibt dafür so tolle Tabellen, in der Nahrung ist einfach weniger als früher und deshalb muss man nachliefern. Und zum Beispiel für Frau ab 50 ist die Vitamin B-Gruppe einfach, ja, die ist einfach unerlässlich. B hat so viele A, also nicht BA, sondern B-Gruppe hat so viele Unterpunkte. Es hat B12, es hat B6, es hat alle möglichen Bs. Es gibt so viele B-Vitamine und die haben alle unterschiedliche Funktionen. Und das Problem ist eben, dass wenn wir diese, also man kann fast sagen, diese Hauptgruppe nicht wahrnehmen, dann sind wir stark unterversorgt. Deshalb kommen dann zum Beispiel auch Gleichgewichtsstörungen oder es wird der Knochenschwund wird unterstützt und. Im Alter von 50 Jahren baut der Körper von Frauen ja wirklich radikal um. Und wenn da die Versorgung schon stoppt, dann ist es einfach, dann ist es kompliziert. Ich vermute, dass es eine ganze Weile dauert, wenn man wirklich einen Mangel hat, dass man den dann auch wieder beheben oder auffüllen kann. Mir kommt es manches Mal so vor wie bei Kosmetik. Es gibt so viel Werbung über Kosmetik und es gibt so viel Produkte. Und auf den Straßen, außer junge Menschen, nicht alle, sondern einige. Es kommt einem niemand geschminkt entgegen. Ich frage mich immer, wer kauft das alles und wann schminken die Menschen sich? Und ähnliches ist hier. Es gibt so viel Nahrungsergänzung und wer kauft die alle? In meinem Umfeld niemand. Ich habe mich einfach mal ein bisschen schlau gemacht nochmal, eben nach einem einfachen Produkt, was man nehmen könnte, und habe mich mit einem Naturarzt beraten. Und wir haben überlegt, es muss was sein, was wirklich unheimlich viele Vitamine zusammenfasst. Und da können dann auch ruhig noch ein paar Mineralien dabei sein, die schaden Frau auch nicht. Und wir sind drauf gekommen, es gibt wirklich ein Produkt, es heißt auch speziell so, es ist ein Produkt, das ist so ein Kombi-Produkt und das ist Zentrum 50+.
Und das ist optimal für Frauen. Das sind in einer so einer Packung, das sind 30 Stück drin, die hält sich in Grenzen vom Preis her. Und wenn man glaubt, man könnte noch mehr nehmen, kann man vielleicht sogar zwei nehmen. Aber es ist auf jeden Fall eine am Tag, ist nötig. Und ich würde einfach sagen, alle die, die keine Lust haben auf so eine wirkliche Blutuntersuchung und auf so einen persönlichen Report oder Rapport, die sind damit wunderbar bedient. Es ist Vitamin D drin, es ist Folsäure drin, B12, alle diese Vitamine, die wir brauchen. Es ist sogar noch ein bisschen Vitamin C und D und wie gesagt auch noch Spurenelemente drin. Wenn wir all das nicht nehmen, und zwar möglichst früh, dann wackeln wir beim Laufen irgendwann, die Knochen und die Zähne funktionieren nicht. Wie viele Menschen haben im Alter Zahnprobleme? Das ist absolut zum riesengroßen Teil davon, einfach zu wenig Zellernährung zu haben. Probieren Sie es doch einfach mal aus, ob Sie sich fitter und elastischer fühlen und ob es Ihnen einfach besser geht. Ich weiß nicht, ob ich Sie jetzt damit langweilen soll, was da alles drin ist, aber es ist wirklich, es ist eine Menge. Es ist Vitamin A und E und K und C, alles der Reihe nach durch. Probieren Sie es. Preis hält sich in Grenzen und früher kommt, hält niemand auf. Ich wünsche Ihnen, dass es Ihnen gut geht und dass Sie fit ins Frühjahr starten. Tschüss, bis zum nächsten Film.